Das wird der unglaublichste Trip aller Zeiten. Oh, das tut weh. Ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube, ich brauche einen kleinen Snack. Da ist ein Vampir an Bord. Was ist denn hier los? Wer bist du? Oh, ich bin nur hier, um dir beim Blutspenden zu helfen. Ah, nein. Eigentlich habe ich eine viel bessere Idee. Bleib einfach ruhig, Mr. Pilot. Wo bist du, Sis? Verspätet sich dein Flug? Was ist hier eigentlich los? Hä? Was? Puh, ein Glück habe ich es rausgeschafft. Was ist das? Ein Vampirbiss. Applaus für die unglaubliche Abby. Ich kann eure Hände nicht sehen. Lauter! Was soll das? Ich werde das schnell wegwischen. Was? Wer bist du denn? Oh oh. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Wie auch immer. Ich komme, Sis. Oh, bist du in Ordnung? Okay, lass uns erstmal nach Hause gehen. Hey, Melanie, wach auf. Sis, bist du aus deinem Koma aufgewacht? Ja, klar bin ich das. Wow, deine Augen sind so rot. Und deine Zähne sind so... Du bist ein Vampir geworden. Und ich liebe Vampire. Ja, Vampire sind unglaublich. Jetzt wollen wir mal sehen, welche Vampirkräfte du hast. Kannst du an der Decke laufen? Magst du den Geschmack von Blut? Das ist mein Lieblingsgeschmack. Und was ist mit der berühmten Vampir-Superschnelligkeit? Mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Es geht los. Ah, komm schon. Oh, ist das alles? Vielleicht klappt es ja doch noch. Hey, Pinky, vielleicht sollten wir nicht... Oh nein, etwas ist schiefgelaufen. Bist du in Ordnung? Autsch, das brennt. Ja, klar. Vergiss nicht, dass Vampire kein Sonnenlicht vertragen. Von nun an solltest du diese Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 5000 benutzen. Autsch, das tut weh. Ich brauche ein Pflaster. Ups, ich weiß genau, was du denkst. Ah, verschwinde. Das werde ich nicht. Na gut, da ist der erste Hilfekasten. Brauchst du ein Pflaster? Hier, ich brauche nur einen kleinen Tropfen Blut. Pinky, bitte, wir sind doch Schwestern. Auch Schwestern müssen essen. Ich kann nicht spüren. Bist du hier? Oh ja, ich werde reich sein. Oh, hi du. Oh, hi, wie geht's? Warte, was sag ich da überhaupt? Hey, was ist denn hier los? Werden wir gerade ausgeraubt? Du hast dir das falsche Haus aufgesucht, Kumpel. Oh, was für ein furchtbar unglücklicher Unfall. Du kannst was erleben. Pinky, bitte nicht. Oh, du wolltest mir wirklich helfen? Was sollte ich denn sonst tun? Oh, ich habe wirklich Hunger. Sieht das Zeug nicht lecker aus? Lecker? Naja, ich weiß nicht. Hey du, ich muss mir dein spezielles Menü ansehen. Wie wär's mit einem leckeren Burrito auf mexikanische Art? Das ist zu scharf für mich. Konnichiwa. Die japanische Küche? Ich bin nicht wirklich ein Fan von Reis. Bonjour. Möchtest du ein Croissant? Ich fürchte, das wird nicht gehen. Da ist eine Mauer zwischen uns. Hey, das ist nicht fair. Du solltest doch mein Essen sein. Bye, Loser. Oh, das ist schon besser. Das Abendessen ist serviert. Oh, oh. Lecker, lecker. Es ist das perfekte Wetter für ein Picknick. Ich wünschte nur, es wäre nicht so sonnig. Das macht so viel Spaß. Au, tut mir so leid. Mein Kopf. Meine Haut. Ich verbrenne. Jemand muss mir helfen. Ganz ruhig, Pinky. Es wird alles wieder gut. Ich weiß genau, was zu tun ist. Hier, bitte. Du brauchst mir nicht zu danken. Ist das für mich? Das ist nicht nötig.
Oh, du hast recht. Nur einen Moment. Ich bin fast fertig. Ich brenne. Beeil dich. Oder ich schwöre, ich werde dich fressen. Hm, das ist doch meine Idee. Oh ja, viel besser. Puh, es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Wow. Tut mir leid, Sis. Ups. Gut, es ist Zeit für einen Test. Los, an die Arbeit. Ich bin nicht bereit dafür. Das ist doch ganz einfach. Hey, Mabel, hilfst du mir zu schummeln? Nein. Hey, was machst du denn da? Ich setze eine Grenze. Na schön, aber ich werde den Test so oder so bestehen. Oh, schon wieder? Du auch? Komm schon. Ich will eine 1 für den Test. Na also, oh, sind die auch für mich? Miss Molly, haben Sie einen Moment Zeit? Oh, was ist hier los? Oh. Mr. Adam? Miss Molly? Das geht einfach nicht. Mr. Adam, bitte hören Sie auf. So, für heute reicht es mit den Tricks. Oh, da ist jemand an der Tür. Ich mach auf. Na, Kleine. Ich habe hier einen hungrigen Vampir am Hals. Ja, haben wir Gäste? Bist du das, Pinky? Oh, du bist aber groß geworden. Ich kann dich einfach nicht richtig sehen. Warum benutzt du da nicht einfach eine Brille, Oma? Komm her, Schätzchen. Wir haben dich so vermisst, Oma. Du solltest etwas zu essen bekommen. Hey, reiß dich zusammen, Pinky. Sieht so aus, als würde sich Pinky heute nicht wohlfühlen. Und du, Sis, denk darüber nach, was du getan hast. Was hast du gerade gesagt? What? Oma, wie geht's dir heute? Pinky? Yeah! Wer? Ich werde dich retten, Oma. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass ich dir das Stricken beibringe. Melanie, du Verräterin. Das wirst du mir büßen. Oh, ich fühle mich nicht gut. Oma, geht's dir gut? Bist du verletzt? Ich muss ihr helfen. Es gibt keine andere Wahl. Yeah. Okay, lass es uns versuchen. Ich brauche... Garn! Zeit zum Stricken. Oh. Danke, Oma. Ich bin noch nicht mal zur Hälfte fertig. Oma hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Ich habe jetzt mein ganzes Leben vor mir. Na dann wird es Zeit, dass ich loslege. Ja, wir sind unschlagbar. Nimm das. Ich mach das. Hey, weg da. Du bist so ein Loser. Nein, nein, nein. Ich werde dir helfen. Niemand außer mir legt sich mit meiner Schwester an. Ach ja, das werden wir ja sehen. Ja, das wird nicht funktionieren. Los, leg dich ein bisschen hin. Ich sollte lieber gehen. Nicht so eilig. Das war's, Kumpel. Und los. Bin ich toll darin oder was? Ja, das bist du. Hey, ich habe eine Idee. Ich werde Blut bestellen. Ah, endlich. Genau pünktlich. What? Danke. Puh, wie schwer. Komm her. Glückwunsch. Du wirst heute mein Abendessen sein. Ah, Knoblauch? Du bist gut vorbereitet. Jetzt bist du dran, du Blutsauger. Aber ich habe doch gar nichts getan. Mach dich bereit, deinem Leben Lebewohl zu sagen. Ah, geht's dir gut? Ah, hey, beruhig dich. Du bist ein Vampir. Oh, Mabel, du wirst es nicht glauben. Wow. Er ist so cool. Ja, ich weiß. Also, wir sehen uns im Unterricht. Dennis, ich... Au! Warte, wir werden das schon schaffen. Ganz ruhig, wir sind hier, um dir zu helfen. Also, Dr. Whiskers, du bist dran. Okay, mal sehen.
Bitte wach auf. Ich vermisse dich so. Dr. Whiskers, hör auf damit. Böser Junge. Doktor, was ist denn mit meiner Freundin los? Melanie, ist alles in Ordnung? Oh, mir geht's super. Bist du zu Hello Kitty geworden? Ach, mach dir darüber keine Sorgen. Oh nein, mein Garn. Hey, wo willst du denn hin? Ah, gib es zurück. Es gehört mir. Das werden wir ja sehen. Ich werde dir helfen, Kitty. Ich hab dir doch gesagt, dass du es nicht haben kannst. Sei vorsichtig. Mein Fell ist sehr empfindlich. Aber hör auf mit dem Kratzen, ja? Oh, da stimmt was nicht. Mabel, ich glaube, ich bin krank. Du musst mir helfen. Ah, du hast Flöhe bekommen. Du musst ein Anti-Floh-Shampoo benutzen. Müssen wir das wirklich tun? Ja, diese Flöhe werden nicht lange hier bleiben. Das kannst du mir glauben. Oh, da bist du ja. Komm, sei nicht so ein Angsthase. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich weiß, was zu tun ist. Bereit? Na dann los. Gleich wird dein Fell schön sauber sein. Mabel! Siehst du? Du bist so sauber. Obwohl du ein bisschen rosa geworden bist. Diese Socke ist schuld. Und jetzt habe ich auch noch Flöhe. Das ist alles deine Schuld, Kitty. Ihr braucht alle etwas Wasser. Ihr seid alle so hübsch. Werdet groß und stark für mich, ja? Ich will mit dir spielen. Ah, du Fiesling. Gib mir meinen Schmetterling zurück. Ah, lass mich los. Mabel, was ist denn hier los? Hey. Rudolf, das kannst du doch nicht machen. Du bist auf Diät. Spuck das jetzt sofort aus. Was ist gerade passiert? Oh, du siehst schlimm aus, Kitty. Komm, wir machen dich ein bisschen sauber. Rudolf, Schluss damit. Gib ihr ihren Schmetterling zurück. Er ist wieder da. Toll. Sei ab jetzt immer schön brav. Ja? Wir fangen mit dem Unterricht an. Das ist sehr wichtig. Macht euch Notizen. Miau, seid still. Es ist so langweilig. Melanie, komm an die Tafel. Was? Okay. Fang an und löse diese Gleichung. Wie mache ich das überhaupt? Addieren, multiplizieren, subtrahieren, dividieren. Oh, easy. Nein. Das sollte helfen. Oh, das ist so aufregend. Du entkommst mir nicht. Oh, das hast du toll gemacht. Du bekommst deine 1. Glückwunsch. Ups. Folg Kittys Beispiel und lernt fleißig. Jetzt können wir ein bisschen spielen. Oh oh, tut mir leid. Konzentrier dich. Pass auf deine Krallen auf. Das sieht gut aus. Von Streuseln kann man nie genug haben. Na dann, guten Appetit. Miau. Sieh dir nur diese Ohren an. Und diese Törtchen. Ups, sorry. Meine Snacks. Na gut, dann bleib eben hier. Und versuche in Zukunft nicht mehr so ein Loser zu sein. Oh, Hilfe. Wer schikaniert mein Lieblingskätzchen? Mabel, diese Typen da. Oh, verstehe. Zeit, ihnen eine Lektion zu erteilen. Oh oh. Ha, du bist ein echter Loser, Pinky. Wer hat das Licht ausgemacht? Das geschieht dir recht. Das hast du nun davon. Oh, wir sind noch nicht fertig. Tut uns leid. Kitty, geht's dir gut? Oh ja. Jetzt erteilen wir ihnen eine weitere Lektion. Deine Frisur ist furchtbar. Aber das kann ich ändern. Oh oh. Oh nein. Bravo! So viel Stil! So ein wahnsinniges Talent! Ihr seid alle so süß! Sieht so aus, als gäbe es Abendessen! Also gut, ich komme! Wie gefällt euch das? Was war das denn? Kein Talent! Runter von der Bühne! Hey, was ist denn mit euch los? Hab dich! Schon gut! Sei nicht so ängstlich! Ich werde dich fressen. Mabel? Keine Sorge, ich rette dich. Los, Kumpel, zeig uns, was du drauf hast. Das kitzelt. Runter von mir. Das ist aufregend. Ja,
Sehr kreativ. Ich glaube, wir haben unseren Gewinner. Danke. Du solltest diesem süßen kleinen Kerlchen für deinen Sieg danken. Oh, du hast recht. Kitty, du bist unglaublich. Ist mein Schwanz nicht einfach kuschelig? Los, sieh ihn dir an. Das ist unglaublich, oder? Nee, ich glaub nicht. Oh, hi. Redest du mit mir? Hi. Wow. Hi, ich bin Dennis. Hi, ich bin Kitty. Wollen wir zusammen abhängen? Klar. Hey, Dennis gehört mir. Deine Krallen sind so scharf. Ich mag sie. Guten Appetit. Köstlich. Habt ihr Spaß, ihr tote Tauben? Ihr werdet es noch bereuen, wenn ihr euch mit mir anlegt. Oh, schau mal. Ist das ein Bein? Sieht so aus, als hätte ich ihn verloren. Hey, pass doch auf. So leicht gebe ich nicht auf. Na gut, Kumpel. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Du kannst dir den Rest des Tages frei nehmen. Ich hoffe, du magst scharfes Essen. Das sieht aber lecker aus. Hier ist deine Bestellung. Oh, sieht ziemlich gut aus. Schmeckt doch super. Probier mal. Wenn du darauf bestehst. Jetzt passen wir zusammen. Ja, das ist ziemlich gut. Ach ja? Dann ist es wohl Zeit für Plan B. Du siehst heute so süß aus, Kitty. Echt? Mal sehen, wie dir das gefällt. Ups. Mabel? Du steckst also hinter all dem. Nein, ich war doch gar nicht hier. Du kannst mich nicht anlügen. Oh, Mabel. Ist alles in Ordnung? Wir sollten uns nicht mehr über Schwärmereien streiten. Okay. Na dann, Kitty. Träum süß. Miau. Ich sollte mich auch hinlegen. Ich werde es mir gemütlich machen. Gute Nacht. Ha, das hättest du wohl gerne. Jeder weiß, dass Katzen nachts den meisten Spaß haben. Warum schmeißen wir nicht also eine Party? Hier ist meine DJ-Brille. Hier ist das DJ-Pult. Oh ja, DJ Kitty ist im Haus. Wow. Bevor wir anfangen, muss ich an der Deko arbeiten. Du hast dein letztes Mal gequakt. Ha, hier ist Kitty. Oh, eine ganze Rolle Toilettenpapier. Mein Lieblingsspielzeug. Ja, was ist denn da los? Kitty. Oh, Mabel, du bist schon wach? Lass uns ein bisschen Spaß haben. Was hast du mit dem Zimmer gemacht? Oh, sieh dir das an. Ich zeig dir meinen Lieblingstrick. Sieh dir das an. Ups. Oh nein. Bist du in Ordnung? Ja, ich glaub schon. Okay, es reicht für heute. Die Party ist vorbei. Aber Mabel. Oh. Hey, ich fall nicht auf deine Tricks herein. Von jetzt an sind hier keine Katzen mehr erlaubt. Raus mit dir. Oh, und Partys sind auch nicht erlaubt. Ha, das war's dann. Mabel, das ist so ungerecht. So eklig. Hallo? Bei mir zu Hause muss geputzt werden. Hallo? Ist jemand zu Hause? Oh, ich habe auf dich gewartet. Du musst den Staub wegwischen, den Boden wischen und die Couch putzen. Und säubere die Welt von Vampiren. Ich bin Megan Van Helsing. Zittere vor mir. Probier mal Knoblauch. Nein! Mabel, können wir uns wieder vertragen? Du steckst in Schwierigkeiten? Keine Sorge, ich werde dich retten. Ah, Mabel. Stopp, das kannst du nicht tun. Lass meine Freundin gehen. Hast du etwas gesagt? Hey, hast du Lust auf einen Snack? Dann fang. Ha, das schaffst du nicht. Versuch's gar nicht erst. Oh, das hättest du nicht tun sollen. Lass uns ein kleines Spiel spielen. Okay, stopp. Oh, miau. Oh, bist du süß. Okay, es geht los. Ich liebe es, Fang zu spielen. Schön. So, Mabel, jetzt bist du endlich frei. Danke für deine Hilfe. Und um dich kümmere ich mich später. Ein weiterer Tag in der Schule. Oh, Ewood, da bist du ja. So hübsche Vampire sollten verboten werden. Hey, Kumpel, wie wär's mit einem Kuss? Schon wieder? Was? Ich glaube, ich kann dir helfen, Mabel. Hier, das ist für dich. Eine Schönheitsbox. Oh, hier ist es wirklich gemütlich. Na gut, mal sehen. Hey, was willst du andeuten? Oh, stimmt, die Pickel. Keine Sorge, um die kümmere ich mich schon. Nicht so schnell. Du kümmerst dich hier um gar nichts. Ach ja? Dann wird es Zeit für Plan B. Du solltest aufpassen. Hä? Wer bist du denn? Das ist mein Revier.
Verschwinde! Vergiss es! Gib auf! Das hättest du wohl gerne! Hände hoch! Hab dich! Picke sind hier nicht willkommen! Ich glaube, das reicht. Wow, es hat geklappt. Meine Haut ist jetzt so glatt. Oh, aber an meiner Nase muss ich noch arbeiten. Oh, ich habe eine Idee. Ja. Keine Mitesser mehr für mich. Was ist das Wichtigste bei einem Date? Gutes Essen ist nichts ohne ein bisschen Romantik. Ah, so gut. Hm. Aber ein bisschen mehr Gewürz kann nicht schaden. Mama Mia! Oh, wow, der Kuss des Chefkochs. Oh, das war köstlich. Bist du schon fertig? Aha. Unglaublich. Yay! Meine Nase sieht makellos aus. Oh, mein Lieblingsvampir. Nein, Mabel, nicht heute. Nicht bevor du dein Reißzahnproblem gelöst hast. Oh, du hast recht. Ich muss an meinem Lächeln arbeiten. Kann meine Beautybox dabei helfen? Ah, da ist sie ja. Ich habe gehört, dass Zahnseide manchmal wahre Wunder bewirken kann. Oh, du wirst es bereuen, dich mit mir angelegt zu haben. Zahnverfall ist hier nicht willkommen. Oh, oh. Hey. Warum habe ich das verdient? Ich bin eine hoch angesehene Zahnkrankheit. Das Lächeln eines Vampirs muss perweis sein. Oh, ich liebe diesen neuen Look. Oh Mann, ist das dreckig hier. So geht das nicht, junge Lady. Pass besser auf deine Zunge auf. Ich gebe mein Bestes. Gut, dann räumen wir hier mal auf. Das geht zu weit. Wow, sieh dir nur diese unglaubliche Maniküre an. Wie kriegen die das nur hin? Zwischen diesen Nägeln und meinen gibt es einen Weltenunterschied. Aber ich werde das schon hinbekommen. Aber ich brauche deine Hilfe. Wir werden das gemeinsam schaffen. Ich habe mein Urteil gefällt. Du verstößt gegen die Kleiderordnung. Du musst bestraft werden. Bitte nicht. Ich werde mich bessern. Oh, sind wir schon fertig? So, jetzt mache ich mich ein bisschen frisch. Wir sind noch nicht fertig. Aha. Roter Nagellack. Das passt perfekt zu meinem Vampir-Look. Arriba! Hast du Lust auf ein bisschen Spaß? Ja, warum nicht? Okay, wir werden dich jetzt umstylen. Ich füge etwas Farbe hinzu. Oh, und hier auch. Sieh nur, wie gut es geworden ist. Oh ja, das ist so toll. Was steht als nächstes auf meiner Tagesordnung? Aha, da bist du ja. Du ruinierst mein Image. Aus hier. Werden wir für immer zusammen sein? Hey, was tust du denn da? Wir brauchen kein drittes Rad. Ja, wir wollen unsere Ruhe. Geh weg von hier. Das ist ziemlich hart. Ich brauche jemanden mit Superkräften, um dieses Problem zu lösen. Ich hole das Wachs raus. Ja. Nicht bewegen. Dieses Date ist gestrichen. Unter meiner Aufsicht könnt ihr das vergessen. Nein, nein, nein. Oh ja, es hat nicht mal wehgetan. Oh Mann, das juckt so. Oh, deswegen. Zeit, mich um meine Haare zu kümmern. Ich fange mit deiner gründlichen Wäsche an. Dieses praktische kleine Gerät wird mir dabei helfen. So, jetzt geht's los. Ja. Dreck ist hier nicht willkommen. Ich werde alles entfernen. Jetzt wird es Zeit, diesen Ort zu trocknen. Ein Glück hat die Beautybox auch einen Föhn. So praktisch. Und was kommt jetzt? Alle hübschen Models benutzen dieses Ding. Was? Noch mehr Arbeit? Gut, ich mach's. Hier, bitte. Eine perfekte Vampirfrisur. Danke, dass du mir geholfen hast. Wow, genau wie auf den Titelseiten der Magazine. Aber ich bin noch nicht fertig. Schon wieder? Im Ernst?
Egal, ich werde einfach anfangen. Ich bin wach und bereit. Applaus für den Meister. Puh, das war hart. Ja. Aber ich habe es geschafft. Oh, ich sehe so gut aus. Wie eine echte Königin der Nacht. Aber Königinnen sollten wirklich nicht so riechen. Was soll's? Ein bisschen Deo kann alles wieder in Ordnung bringen, oder? Vergiss nicht. Wir dürfen sie nicht sauber machen lassen. Braucht hier jemand meine Hilfe? Nein? Oh, okay. Du hast es so gewollt. Kommt schon, schnappt ihn euch. Das geschieht ihm recht. Lass dich hier nie mehr blicken. Hey, was ist passiert? Ist das dein Ernst? Oh, okay. Ich schätze, ich muss dich jetzt ersetzen. Wirst du es schaffen? Kümmere dich um die fiesen Haare. Hey, wer bist du? Ich werde euch entfernen. Ah, das war's schon. Verschone uns. Wir werden nie wieder so auswachsen, das schwören wir. Sehr schön. Glatt und sauber. So ist es schon viel besser. Ich bin fast fertig. Zeit, an meinem Make-up zu arbeiten. Als erstes brauche ich einen schönen Eyeliner. Ich finde, ich mache das ganz gut. Mal sehen, wie ich aussehe. Oh, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ich brauche einen Make-up-Lifehack, der mir dabei hilft. Ha, damit kann ich es probieren. Das ist toll. Aber wir sind noch nicht fertig. Hauttoncreme ist wichtig für eine gute Grundierung. Oh, so schön. Danke. Du bist ein toller Freund. Mein Make-up ist perfekt. Aber mein Outfit ist es nicht. Ein Glück gibt es auch Klamotten. Ich leih mir das aus, okay, Oma? Ich gebe es zurück, sobald mein Schwamm mich bemerkt. Jetzt probiere ich alles an. Wow, bin das wirklich ich? Ja, du siehst toll aus, Mabel. Aber ich könnte noch ein bisschen mehr Volumen gebrauchen. Oh, danke, Oma. Das ist eine tolle Idee. Hallo? Ist da jemand? Da bist du ja, du Loser. Du hast eine wichtige Aufgabe vor dir. Du musst sportlich werden. Wir fangen jetzt an. Ich hatte weniger erwartet, aber ich bin trotzdem enttäuscht. Konzentrier dich. Mabels Liebesleben hängt davon ab. Oh ja, das war's. Das war super. Und das verdankst du mir, deinem unglaublichen Coach. Ups, sorry. Die gute alte Schule. Sagt Hi zu meinem neuen Ich. Wow, du hast dich so verändert. Tut mir leid, Ewald. Ach, übrigens. Hier, April, das ist für dich. Bis später. Heute Nacht ist die gruseligste Nacht des Jahres. Die Jagd nach Süßigkeiten beginnt. Was willst du? Süßes oder Saures? Du bist an der falschen Tür. Ach, das war doch nur ein Scherz. Ich nehme deine Süßigkeiten. Erwachsene sind so gemein. Sieht so aus, als ob dieses Halloween vorbei ist. Vampire haben's gut. Sie haben immer genug Süßigkeiten. Wenn ich doch auch so gruselig sein könnte. Wer ist da? Hab ich richtig gehört? Willst du wirklich ein Vampir werden? Ich habe vielleicht ein verlockendes Angebot für dich. Sehr verlockend. Ich nehme das Angebot an. Jetzt ist es Zeit für unser kleines Ritual. Es wird kein bisschen wehtun, ich verspreche. Jetzt bist du ein Vampir. Viel Spaß. Ah, es macht so viel Spaß, ein Vampir zu sein. Jetzt ist Mabel eins mit der Dunkelheit. Aber jetzt muss sie tagsüber schlafen. Mabel, wach auf. Du kommst noch zu spät. Warum ist es hier drin immer so dunkel? Steh auf. Ah, Licht. So geht das nicht. Steh sofort auf. Wag es nicht, mich anzufauchen. Es ist Zeit fürs Frühstück. Schon gut. Das heutige Frühstück ist etwas ganz Besonderes. Ein bisschen Knoblauch vereinfacht jedes Gericht. Alles nur nicht das. Aber Mabel kennt einen leckeren Ersatz. Ich werde heute wie Vampire essen. Bobo, dein Frühstück ist fertig.
Mabel, sag mir nicht, dass du... Mom, so viel Aufregung wegen eines Burgers? Oh, du hast mich erschreckt. Da bist du ja, Bobo. Oh, was für ein süßer Kleiner. Was dich betrifft, Mabel, kein Fastfood mehr. Das ist schlecht für dich. Party Time! Mabel ist bereit. Ihr Gothic-Stil wird der Hit sein. Oh, ihr seid auch hier. Habt Spaß, solange ihr noch könnt. Hey, wer hat die denn eingeladen? Ein Bloody Mary bitte. Mabel ist immer so langweilig. Genau der richtige Zeitpunkt, um sie mit einem Streich auch zu heitern. Hey, wie geht's denn so? Oh, sorry. Ups, das wollte ich nicht. What? Wie wär's, wenn du woanders hingehst, hä? Ihr habt es so gewollt. Ich stopp die Zeit. Sieht so aus, als hättest du vergessen, deine Schnürsenkel zu binden, Kumpel. Und das hier. Jetzt kümmere ich mich um euch. Lecker. Und los. Der Streich ist gelungen. Wo Mabel hingeht, kommen Chaos und Terror mit. Vampire wissen, wie man Spaß hat. An diese Party werden sie sich noch lange erinnern. Bye. Wow. So viele Schätze. Gold, Silber, Juwelen. Ich darf nichts zurücklassen. Aber dieser Dieb hat sich den falschen Ort ausgesucht. Ein süßer junger Vampir ist hier, um zu essen. Und es sieht so aus, als ob das Essen serviert wird. Sieht lecker aus. Bitte, bleib doch zum Essen. Lass uns auch dieses Gericht ein wenig aufpeppen. Und guten Appetit. Hey, das ist mein Essen. Hände weg von meinem Essen. Au, das tut weh. Oh, du bist so schön. Es sieht so aus, als hätten zwei einsame Herzen heute Abend zueinander gefunden. Ihr habt mich vergessen, hä? Raus mit dir. Aber lass den Ring hier. Willst du dein Leben mit mir verbringen? Vor einem Vampir zu fliehen ist nicht einfach. Es ist unmöglich. Dennis, Mabel, ich erkläre euch jetzt zu Mann und Frau. Mach dir keine Mühe mit dem Ring. Der Austausch von Bissen ist eine alte Vampir-Tradition. Das war's. Ich verschwinde. Lasst uns ein Erinnerungsfoto machen. Dieser dunkle Moment sollte festgehalten werden. Sagt Tschüss. Es gibt ein kleines Problem. Vampire lassen sich nicht vor der Kamera ablichten. Was ist denn da los? Ach, mach dir keine Sorgen. Wir haben ja einen guten Streich gespielt. Aber das war nicht die einzige Überraschung, die Mabel auf Lager hatte. Die Vampirfamilie wird Zuwachs bekommen. Wir werden die gruseligsten Eltern der Welt sein. Eine Schwangerschaft ist ganz schön hart. Nicht einmal Blut kann diese Zeit angenehm machen. Ich hab Hunger. Willst du etwas Süßes? Nein. Vielleicht ein Hähnchen? Ist das dein Ernst? No way. Willst du leckeren Fisch? Dennis, es reicht. Du weißt gar nicht, was ich will. Hey, beruhig dich doch. Ich bring das schon in Ordnung. Hallo, Lieferservice? Die Bestellung ist schon da. Hallo? Ist jemand zu Hause? Oh, da bist du ja. Hier ist deine Pizza. Die brauche ich nicht. Ich brauche nur dich. Mabel, hier ist dein Essen. Oh nein, was machst du? Nein, Essen kann nicht sprechen. Oh, Dennis, du bist ein echter Gentleman. Puh, ich hab's geschafft. Und Mabel ist endlich zufrieden. Mach bitte keine Unordnung. Für einen Vampir ist es das Wichtigste, seine Reißzähne zu pflegen. Oh, hier ist die Post. Gut gemacht. Oh, Mom, ich schaff das einfach nicht. Was ist denn los? Das Schminken ist einfach zu anstrengend. Schau doch mal, ich sehe mich gar nicht. Wie machst du das überhaupt, wenn du kein Spiegelbild hast? Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich darum kümmern. Diese Mädchen, wenn sie nur wüssten, was heutzutage auf dem Vampir-Aktienmarkt los ist. Mom, du bist unglaublich. Sie werden so schnell erwachsen. Ich frage mich, wo sie wohl hingeht. Ich glaube, sie hat ein Date. Aber sie ist doch noch so jung. Ich mache mir Sorgen. Das muss ihr Freund sein. Oh, hey. Ist April soweit? Wir gehen heute Abend auf eine Party. Was glaubst du, mit wem du sprichst, Werwolf? Bleib ruhig. Ich kümmere mich darum.
Siehst du das? Lass uns ein Spiel spielen. Fang! Ja, lauf, Junge! Und komm nicht zurück. Gib mir 5. War da jemand an der Tür? Wo ist Tyler? Da war keiner. Aber lass uns die Tür abschließen. Nur für den Fall. Tyler hat mich abserviert. Ich werde ihn fressen. Sei nicht so voreilig. Halloween ist der wichtigste Tag für Vampire. Er ist super geworden. Und hier sind unsere ersten süßes oder saures Teilnehmer. Ich komme. Süßes oder saures, Oma. Ich werde dir einen richtigen Trick zeigen. Ups, mein Fehler. Wow, künstliche Vampirzähne. Das ist ein super Trick, Oma. Das gibt's doch nicht. Das Mädchen hatte überhaupt keine Angst. Diese Kinder heutzutage. Früher war Mabel auch jung. Die Jahre vergehen wie im Flug. Mit dem Alter hat sie auch ihren Blutdurst verloren. Sieht so aus, als wäre die Zeit gekommen, wenn sie jetzt nur noch ins Schlafzimmer käme. Nein, so werde ich nicht weit kommen. Es ist viel bequemer, als Fledermaus rumzufliegen. Wenigstens sehe ich gut aus, oder? Die Zeit ist gekommen. Ich werde diese sterbliche Welt vermissen. Ich sehe dich bald wieder, Dennis. Oh ja, danke. 3000 Jahre. Das reicht. Das wird wohl doch nicht reichen. Ich kann mich nicht ohne meine Schlafmaske hinlegen. Stört mich nicht. Ich habe morgen viele böse Sachen zu erledigen.